Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Oh ja, das kenne ich auch noch von früher, Alter. Jedes Mal im Fernsehen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet und unter 18 Jahren und unter 159 Jahren. Erinnert mich irgendwie gerade an GTA 4. Also GTA 4, muss ich sagen, an sich war ja geil. Bloß diese Engine, die sie benutzt haben zu dieser Zeit, die war absolut scheiße. Dieses Handling war so verdammt scheiße, die Steuerung also bei Autos. Beim Gehen, okay, das war noch okay, aber beim Autofahren, du konntest einfach kein Autorennen bei denen im Spiel machen. Das war so abnormal scheiße. Also das könnten so ich mal remastern oder remaken, GTA 4, mit einer besseren Steuerung. Ich glaube ja, die benutzen heute noch die Engine. Ist ja die Rage Engine, ne? Aber trotzdem war die damals am Anfang bei GTA 4 zum ersten Mal benutzt, war sie nicht so geil. Oder die haben es einfach nur verpackt. Mama Wutz, perfekt. Und der Gangster, Alter. Big Smoke, alles klar. Es ist nicht Papa Wutz, es ist Big Smoke. Fast, mein Einer hat an GTA 4 auch Big Smoke dabei. Na gut, bei Pepper Crit, der Pepper kann alles machen. Genau! Ich bin Pepper Woods. Ich meine, wenn ich draußen rumstehe und mit Polizei mir ein Schießduell mache, dann würde ich auch erstmal dazu sagen, ich bin Pepper Woods. Das ist mein kleiner Bruder Short. Genau! Das ist oh. Mama Woods. Ja, die ist schon tot, das bringt also nicht und mehr. Und das ist Big Smoke. Kids! Sehr gut! Ich brauche deine Hilfe. Oh nein! Oh nein! Big Smoke! Nein, hier ist Patrick! Double Peace, hier ist Kampfverbot. Und dann bin ich so auf die Toilette gegangen. Ich hatte so übelste Bauchschmerzen, ich konnte mich kaum bewegen und dann. Wollte ich unbedingt wissen. Aber dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen, keine Ahnung, ich bin auch relativ früh wieder aufgestanden, ich stehe auf. Geh aufs Klo. Ich mache meine, so rufe ich auch ständig in einem Restaurant an, genau. Willst du mich eigentlich verarschen, du hässlicher Wichser? Inzwischen. Oh, nett. Bullet Train! Oh, ich hab die Mission gehasst. Der Zug er fährt als Wheelie, Front Wheelie oder wie man das nennt, wie nennt man vorne ein Wheelie? Mit dem Vorderrad bergauf, sie? Ja, es ist möglich, ganz normal. Ich glaube, da war es wohl zu schnell. Fährt der Zug schnell? Ja, ach Wahnsinn. 8:01 Abend. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. 300 Leute passen in diesen zwei Waggons? Na perfekt, Alter. Oh, naja, jetzt kannst du mal noch zwei Tote dazu rechnen. All we had to do was follow the damn train. Na gut, sie sind nur halb tot. Bleimauer drauf sitzen. Pepper und Schorsch gehen. Überfallen. Pepper und Schorsch gehen überfallen, alles klar. Big Smoke! Kann ich nicht auch im Fluchtwagen fahren? Du bist schon zu groß. Wenn's kind ein Papa. Du bist zu groß. Du bist zu groß, um im Fluchtwagen zu fahren. Kennt man. Und Frau Lümmel. Frau Lümmel, du liest erstmal ein Playboy. Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Give me the money raus from the Kasse! Give me the Kasse. Money schnell raus from the Kasse! Auch kleine Geld nehme ich auch! Kleine Geld! Klimpergeld auch! Klimpergeld! Klimpergeld auch, Jungs! Yeah! Okay. Alarm! Alarm! Na, wenn der Laden so eine Alarmanlage hätte, da würde ich aber nicht drauf drücken, Alter! Oh.
Ach Mann, so eine Scheiße! Junge, gleich 5 Fahndungslevel wegen einer Toten. Kleine Dorfzicke, ey! Ich hab das bei den deutschen GTA immer gehasst damals, wenn du die deutsche, die 16er-Version gekauft hast. Die 18er musstest du ja damals immer aus Österreich bestellen. Also ich habe sie damals immer bei uns in der Videothek bestellt. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas und dann noch Vice City Stories und Liberty City Stories. Habe ich mir alle immer in der Videothek bestellt, weil die damals Zugriff hatten auf die 18er-Version. Und bei der 16er war es halt immer so, wenn du einen gekillt hast, einen umgefahren hast, hattest du sofort ein Fahndungslevel bekommen. Und es gab so, wie ich erfahren habe letztens von Kumpel, die Leute haben dort kein Geld verloren, wenn du die umgebracht hast. Da lagen halt einfach bloß tote Leichen rum. Bei der 18er-Version war es immer so, die hatten Geld verloren, die hatten Blut verloren und du hast nicht sofort ein Fahndungslevel gekriegt, wenn du einen umgebracht hast. Ich meine, was soll das? Wieso kommt da gleich die Polizei? Ist voll unnötig. Gab es bei GTA 4 auch 2 Versionen? 18er und 16er? Weiß ich gar nicht. Stop and don't move. Oh, oh. Or you'll be shot by the LSPD. Verhaftet. Ja, ich, wenn ich so was... Der telefoniert immer noch mit Tanzverbot. Beziehungsweise, wenn ich Langeweile habe, dann fresse ich einfach manchmal aus reiner Langeweile. Aber ich weiß, dass es halt, das ist nicht gut. Vielleicht muntert dich eine Geschichte auf. Sie heißt der hässliche Blaubarsch. Oh. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Wahnsinn! Super! Junge, Alter, was sind denn... Was machst du denn hier gerade? Das ist sowas, so ein unmenschliches Verhalten. Alter. Und dafür würde ich mir jetzt so einen Schluck Wurstwasser gönnen, Alter. Schmeckt das überhaupt? Nein, ich glaube nicht. Fuck, Mann, Alter, das ist ja wie als eine Gurkenwasser saufen, du es. Aber Gurkenwasser gibt's ja wirklich mittlerweile so zu kaufen, ne? Ich meine, vielleicht manche schmeckt's wahrscheinlich, aber mir nicht. Nein, nein. Das war geil. Also, wenn es da mehr Folgen gibt, ich muss sie gucken. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.